Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von The Last of Us, meine Urlaubsedition. So, ihr Lieben, wir machen jetzt mal weiter, wo wir jetzt mal stehen geblieben sind. Danke für den Support der letzten Folge und ich würde sagen, let's go. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, okay, Maria. Das ist nice. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Los mit euch, bevor es dunkel wird. Ui. Seattle, Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Das stimmt. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Sieht einfach majestätisch aus, oder Leute? Ach ja. Hasen. Oh, Baum.
Okay. Wir wissen hundertprozentig, wo wir lang reiten müssen. Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Gibt's hier was zu sammeln? Ach, noch eine Superheldenkarte. Frage, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wollen? Wahrscheinlich Unsichtbarkeit? Gute Wahl. Damit du mich beobachten könntest. Du hast's erraten. Süß. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Okay, hier ist der Weg zu Ende. Falsche Richtung. Ach, zu schön sieht das hier aus, Leute. Zu schön. Oh, da könnten wir, glaube ich, reiten. Bleib bei Schimmer. Ja. Oh, wir haben jetzt schon alle Waffen. Jetzt schon alle Waffen. Okay. Stimmt auch. Wenn wir in Seattle sind, haben wir alle Waffen. Aber Proviant und etc. brauchen wir natürlich trotzdem. Ja. Nice. Die ist wichtig. Nee, wegding, danke. Dam-di-di, dam-di-di, dam-di-di-di. War was Gutes da drin? Ja, eine Karte. Halt Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Definitiv. Da wird ja wohl nichts drin liegen. Aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ihr das Angst macht. Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Wir haben einen, der dann sofort getötet. Okay. Das waren Soldaten aus der KZ. Siehst du die Fedra-Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung.
fertig. Okay. Das scheint Ritter zu sein. Lol. In der Mauer. Ist einfach gar nichts drin, man kennt's. Was da hinten? Ah, da. Hab mich ja gewundert, hier muss doch irgendwas geben. Warum lassen sie mich sonst hier rein, ne? Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. War ich da jetzt drin oder nicht? Ja, ich war hier drin. Nee. Was gibt's hier Schönes? War was Gutes da drin? Ist ziemlich leer gefegt. Boah, nicht nur ziemlich, sondern ganz schön leer gefegt. Wer gefegt vor allen Dingen, ne? Ah, da kommt mal einer rauf. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ach so, sie hilft uns hier hoch. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Okay, nicht runtergucken. Einfach entlang gehen. Darüber werde ich nicht kommen. Aber darüber. Ballonsieren kriegen wir hin. Hier geht es aber dann auch nicht weiter. Also. Wo war der Sprung? Ich habe die Sprungtaste gedrückt. Sie hatte einfach keinen Bock zu springen. Okay. Ah, hier kriegst du es aber dann auf einmal hin. Ah, okay. Das war ja jetzt ganz kurios. Schaffe ich den Sprung bis darüber? Ja, schaffe ich. Alles gut. Oh, aber nur knapp. Aber echt knapp. Okay. Wo sind diese Wichser? Ich
Sie hat einfach mal die Robbe gemacht, okay. Okay, okay, machen wir die Robbe. Kommen wir hier rein, wahrscheinlich nicht, oder? Geschrieben wurde. Wovor holt das gesamte Benzin? Okay. Die Seravina-Basis. Na sowas. Das ist mein Generator. Okay, wahrscheinlich so, oder? Oh, Mist. Okay. Alles okay? Ein kleines. Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Löchlein. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Okay, dann lass funktionieren. Extrem. Okay. Ob das Kabel bis dahin reicht? Wir wollen es mal hoffen, ne? Wo wir auf Maximalspannung. Aber so richtig auf maximale Spannung. Nee. Nein. Nein. Na doch. Mengengeld 0512. Ja, lieg ganz ruhig. 0512. Ja. Gut gemacht. Shit. Jo. Verschwinden wir hier. Das war ziemlich laut. Ich glaube, das konnte man hören. Moment kurz. Was jetzt?
Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. So, liebe Leute, das war's auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Support ist coming out. Ihr wisst, wie es läuft. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und falls du noch kein Abonnent bist, lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.